Hey Leute, hier ist der Aldemar zurück mit Space Crew. Es geht weiter. Auf in ein neues Abenteuer. Unsere Crew ist bereit. Ich zeige euch die mal gerade. Antreten, Männer und Frauen. Hup. So, ich habe viele Kommentare bekommen. Es tut mir leid, ich musste die erste Folge neu hochladen, weil ich Trottel habe mir wieder intelligenterweise Scheiße geschnitten und naja, guck mal, der sieht ein bisschen aus wie Worf, oder? Voll gut. Wir haben hier Aldemar, der Beste. Ich habe mir ja natürlich wieder die Freiheit genommen, mich selbst einzufügen, weil ich mich einfach so toll finde. Dann haben wir hier Fufu, Kommunikation, Dressel, ja, Bastian. Da habe ich, ich muss einfach Dressel nehmen, das ist am besten. Dann Vroni, Pansen und Kaichisim, ja, das sind unsere Schützen. Das sind wahrscheinlich die Ersten, die sterben werden. Und Sicherheit, nee, Sicherheit. Und Dressel, ja, hat den wichtigsten Job, er ist der Ingenieur. Wobei ich natürlich auch wichtig bin. Ja, aber... Oh, warte mal. Eigentlich hat ja Dressel... Er ist rot. Und wer ist... Warte mal. Eigentlich müsste ich... Ich bin rot. Ja, er braucht eine andere Farbe am... Das geht so nicht. Geben wir ihm mal... Gelb haben wir schon. Den haben wir auch schon. Ja, guck mal. Das sieht doch noch Technik aus hier. Perfekt. Ja, tut mir leid. Jetzt sieht es so toll aus. Mission. Auf geht's. Ja, viele Namen bekommen... wenn ihr in der ersten Folge gepostet habt und die ist neu hochgekommen, müsst ihr sie bitte nochmal gucken. Ja, das ist wichtig. Und ihr müsst bitte nochmal kommentieren wegen den Namen. Tut mir leid. Ja, es war dumm von mir. Beides. So, Mission. Ich kann das Raumschiff noch nicht editieren, keine Ahnung. Kommt bestimmt noch. Wir machen mal, Vorräte transportieren. Okay. Guck mal, da gibt es immer eine schnelle Route und eine längere Route, glaube ich. Plasmidenaktivitäten haben zu Verzögerungen beim Transport dringender benötigter Vorräte für... den Bergbau-Außenposten geführt. Sorge dafür, dass die Frachtkapseln wohlbehalten bei der belagerten Crews oder bei der belagerten Crew des Außenpostens eintrifft. Los geht's. Space Crew. Alle Mann auf Station! Bereit machen! Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das noch nicht upgraden kann. Ach, siehst du, es geht noch weiter. Es ist immer noch Tutorial. Die Ausrüstung wird in Schränken aufbewahrt. Überall auf dem Raumschiff vorfinden. Zwischen den Missionen kannst du der Teilstation den Ausrüstungsbestand anpassen. Ja, danach wahrscheinlich erst. Es gibt vier Arten von Ausrüstung. Raumanzüge, Feuerlöscher, Phasengewehre und Medkits. Wir haben die, aus Übungszwecken im hinteren Teil des Raumschiffs einen kontrollierten Brand entfacht, den ihr hinten cool löschen müsst. Toll, dankeschön. Okay, los geht's. Kontrolliert sieht das aber nicht aus. Feuer löschen. Ach, ich drücke einfach drauf. Das ist gut. Das ist super. Und man kann auch Verstauen drücken. Das ist auch super. Das ist sehr gut. Okay, Triebwerksschäden, lol. Ach ja, das hatten wir doch schon. Ach nee, außerhalb des Raumschiffs repariert werden. Stell sicher, dass die Crewmitglied einen Raumanzug trägt, bevor sie... okay, nur... Ja, Dressel, das wird dein härtester Job überhaupt. Ja. Jetzt ist er draußen. Werden wahrscheinlich fliegen. Guck. Ich muss er reparieren. Zum Beispiel, während wir kämpfen oder so. Das ist auch bei Bomber Crew besonders episch. Aber hier natürlich auch, ja. Oh Mann, das wird so cool werden. Gott, der repariert aber lange. Okay. Abwählen mit Rechtsklick, okay. Phasengewehre. Eins im Cockpit, das ist eigentlich gut da. Und Medkits. Also ich werde die Phasengewehre in ein Ziel hinpacken oder hierhin. Aber hier finde ich es Banane. Weil wenn die kommen, ist es zu spät, um da das Phasengewehr zu holen. Weil die beamen sich, glaube ich, hier rein. Durch die Luke kommen die, glaube ich. Oder kommen die überall rein? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hiermit wäre ich für Ausrüstungsbestand abgeschlossen. Okay. Okay, dann los. Also entweder haben wir schnelle Route oder sicherste Route. Wir nehmen die schnelle Route. Ach komm, wir nehmen die schnelle Route. Was soll's? Wir sind ja mutige. Guck mal, diese Helme hier. Ja, die erinnern stark an typische Helme der Amerikaner im Kalten Krieg, so wie Zweiter Weltkrieg. Aber das sind Helme, die erinnern stark an Aliens. Ja? An den zweiten Teil Colonial Marines, wegen der Lappe an der Seite und so. Ziemlich cool. Ja? Das hat schon Klasse.
Auch wenn die Helme irgendwie nicht zu diesem Spacing Space Crew mäßig passt, aber ist das schon ziemlich abgefahren. Los geht's. Bein machen zum Sprung, Männer! Energie. Du, du, du. Ich kann mal ein bisschen lauter machen, oder? Dann schrei ich wieder so. Ah, nee, ist eigentlich okay. Obwohl, das schreit so ein bisschen. Ich habe das leiser gemacht, weil irgendwie ich nichts mehr gehört habe vorhin. Mann, sind wir weit weg von dem Ding geflogen. Los geht's. Ach, ich kann auch Zeit beschleunigen, ich Trottel. Rein machen zum Sprung. Energie. Ja, hohe Aktivitäten. So muss das sein. Das ist aber nicht sehr... Kommt ja gar keiner. Ich sehe keinen Feind. Ich würde gerne einen abknallen, wenn jemand kommen würde. Aha. Feuer, Feuer, Feuer! Ja, Alien Abschaum! Die habe ich gar nicht gesehen. Nicht Panz, nicht du! Alter, ich habe die Fendt-Modus, habe ich noch gar nicht. Oh, da gibt's noch mehr. Boah, die Explosionen sind richtig cool. Komm, den letzten da, weg damit. Ja. Yeah. Okay, weg hier. Sonst irgendwas kaputt? Nee, ne? Ist alles okay. Lebensenergie ist gut. Froni könnte mal kurz. Und der Beste hat ein bisschen was abbekommen. Guck, da haben wir ein kleines Luftleck, kann das sein? Nee, ist irgendwas. Das sind Düsen. Und los. Brian Mann zum Sprung, Männer! Ich bin gespannt, wer der erste Tote sein wird. Dressel lebt am gefährlichsten von allen. Und los. So, wieder in die Kommunikation zurück. Ich muss gucken, ich müsste doch eigentlich noch einen anwerben können. Sprung. Asteroidengürtel. Oh, die werden angegriffen. Wir kommen. Okay, alles klar. Wir machen... Wir geben erstmal Gas.
Da kommen sie schon. Sehr schön. Wir schießen jetzt noch auf uns. War das? Oder kommt noch mehr? Schon macht ihr da vorne weg. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir zur hinteren Station. Wir machen erstmal wieder die Schwerkraft an. Cool, wir landen sogar. Oh, guck mal, es wird rausgeholt. Boah, schön. Cool gemacht. Kein Problem. So, und jetzt müssen wir wieder nach Hause. Ja, wir haben nur Venus und wir nehmen über den Weg, wo wir zurückgekommen sind, oder? Mal heile, heile Gänschen. Nehmen wir die schnellste Route. Penner! Guck mal, Schilder regenerieren hat der. Ah, gut zu wissen. Ausweichvermögen 8%. Das wird noch besser werden. Bin immerhin der Beste. Auf nach Hause, Athena Schlevle. Sehr gut. Erhöhte feindliche Konzentration. Das wollen wir. Mehr Feinde. Keiner da. Wenn keiner kommt, hauen wir halt ab. Oh oh! Oh,
Oh, guck mal, wir haben schon ziemlich was abbekommen hier. Oh, Mist, 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 Mist. Panzer, nein, pass auf! Yeah, kein Problem. Und das ist die erste, noch nicht mal eine der ersten richtigen Missionen, ja? Seht ihr, wie schwer das Spiel eigentlich sein kann? Meine Güte, oder? Das war bis jetzt nur Lackschaden. Wo ist eigentlich unsere Lebensenergie von unserem Raumschiff? Ist ja noch alles okay, ne? Bei Bomber Crews hat man immer Teile verloren und so. Man ist halt abgestürzt, weil das Flugzeug halt irgendwann nicht mehr fliegen konnte. Ja, sehr gut, Panzen. Zurück an die Station. So, ich hoffe, jetzt können wir nach der Mission mal upgraden. Das wäre cool. Die können wir ja auch als Verstärkung rufen irgendwann. Space Crew. Vorräte transportiert. Solar Justica. Der Beste. Alle. Yeah. Yeah. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jäger Unterstützung anfordern. Fufu. Gott sei Dank. Fufu. Fu. Walter Aldemar. V. Honi P. Pansen und Exe Kaishi Sim. Ach, da habe ich eine Kreuzung. Ich hatte am Anfang erst schon was vorgefertigt, aber dann habt ihr alle kommentiert, deswegen habe ich nochmal ein bisschen was geändert. Ich hatte erst so, beim nächsten Mal der erste, auch beim ersten Ding ist dabei. So, Raumschiff. Muss ich nochmal anpassen. Machen wir erstmal Crew, ne? Ach so, ich soll Raumschiff. Panzerung, ja genau, jetzt sind wir hier. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Erstmal nochmal Crew-Ausrüstung. Gemeinschaftsraum. Crew-Ausrüstung, nicht doppelrekrutieren. Doch, rekrutieren geht auch. Exe, wenn du es hörst, los, anmelden! Rekrutieren. Crew bereit. Plätze für Crew-Posten. Crew bereit. Wir nehmen noch einen Wachoffizier. Crew bereit. Neue Rekruten. Crew bereit. Ich glaube, das geht noch gar nicht. Gerettete. Raumschiff. Machen wir jetzt mal weiter. Raumschiff sollen wir ja machen. So, Panzerung. Ja. Stufe 1. Vorne. Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1. Das kostet 750, aber dann haben wir noch Waffen. Da haben wir hier Plasmakanonen. Plasmakanone MK 3 Maschinenkanone. Maschinenkanone 2 und Plasmakanone. Ich frage, ob das so richtig gestellt ist. Das Gute ist, die kann auch oben alles abdecken, während die Kanone hier, die auch sehr wichtig ist diesmal, auch sehr viel Ziele einnehmen kann. Ja? Aber die wichtigste Kanone ist wie immer hinten, finde ich. Die machen wir jetzt auf jeden Fall upgrade-mäßig. Triebwerke haben wir noch. Fluchtkapseln. Das ist neu. Fluchtkapseln. Eine standardmäßige Fluchtkapsel, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit automatisch geborgen werden kann. Sollte sie nicht gelingen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie geortet und manuell geborgen werden kann. Wir haben nur eine Fluchtkapsel. Das ist schon echt schade, oder?
Wir sollten der Crew maximale Sicherheit bieten. Das ist ja geil. Fluchtkapseln. Ausrüstung. So. Jetzt kommt auf jeden Fall hier Tummel Medikit rein. Oder zwei. Oh, wir haben nicht mehr genug. Feuerlöscher plus. Na gut, vielleicht lassen wir das erstmal. Lackierung, das ist am wichtigsten, ja? Alter, was sind das denn? Andere Raumschiffe? Ne, das sind die Lackierungen, wie es aussehen soll ungefähr. So, Lackierung. UDF. Oh, ich muss mal wieder mein eigenes Icon einbringen, ne? Bild spiegeln. Nichts. Ich muss nochmal gucken, ob das geht. UDF. Was ist das denn hier? Runner Duck. Curve Digital. Das sieht doch auch nett aus hier. Wie gesagt, eigentlich... Ah, hier. Bild anpassen. Oh Mann, da muss ich ja nochmal... Da muss ich nochmal ran. Ja? Ich würde gerne wissen, ob man was integrieren kann. Da muss ich mal gucken. So. So. Es tut mir leid. Warte, hier haben wir doch die hier. Rückgängig. Rückgängig. So. Ist zu groß, ne? So. Leider haben wir nicht so viel. Ey! Ich glaube, da muss ich nochmal ran. Ja. Das muss ich dann nochmal selbst machen. Das ist auch gut. Lackierung. 3. It is something strange in the neighborhood. Dreamin' a call. Ghostbusters. Who you gonna call? Es sind so viele. Passen aber meistens alle gar nicht. Da unten, oder was? Wir machen erstmal... Das ist mal der Haupttext. Das ist ja eigentlich das Wichtigste hier. Das ist die ARD Franz, weil das ist ja unsere, ne? Wie HMS. ARD. Das ist die Franz. Franz 1. Ja? Das ist die Gottwalter. Entschuldigung. Die Gottwalter. Hier spricht die ARD Gottwalter. Gottwalder. Die erste. Mögen hoffentlich nicht viele Walters folgen. Was ist das für ein Farbton? Zusätzlicher Text. So, ja, ich muss mal gucken. Schiffsnamen verwenden. Hier machen wir mal keinen. Auch wieder ausblenden. Ich will gar keinen nehmen da. Ah ne, hier, Entschuldigung. Zusätzlicher Text, zusätzlicher Text. Just married. Friss Plasma. Vielleicht ein bisschen zu dunkel, oder? Aber es liegt ja am Hangar. Basislackierung, der ist es. So. Oh Gott. Farbton 1. There's something strange in the neighborhood. Ist das der
Das ist einfach nur gerade schlecht von dem Licht, ne? Gott, mein Gott, Walter. Das sieht doch schon besser aus hier. Ich kann auch so machen. Wir können es auch so machen. Hier machen wir so. Das wäre dann... schwarzer Strich, rote Dingens. Da muss ich den Text nochmal anpassen. Ich kann auch den Text weiß machen. Einfach nur weiß. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Friss Plasma muss auch Text anpassen. Weiß wahrscheinlich. Nee, schwarz. Schiff umbenennen. Ah, den Gottwalter. Sehr schön. Gottwalter 1. Sehr gut. 3 Missionen geflogen. 15.300 insgesamt Credits eingenommen. Sehr schön, Leute. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Nächste Folge beim wunderbaren Cookie. Kommen noch keine neuen Rekruten. Space Crew. Und bis dahin, wie immer, Leute, haut rein.